Da bin ich mal gespannt, wie ich zu der Hütte jetzt komme. Wahrscheinlich muss ich den Ast hier runter. Sind riesige Bäume, ey. Teilweise richtig böse umgestürzt. Wie der hier zum Beispiel. Hey, Reisende, wartet einen Moment. Seid gedrüßt, ich bin hoch erfreut, euch zu sehen. Euch und keinen anderen. Der Zeitpunkt könnte nicht besser gewählt sein. Ich benötige dringend euren Beistand. Koran? Was macht ihr denn hier? Gute Freunde, Koran hatte ich bei unserem letzten Aufeinandertreffen nicht deutlich betont, ihr sollt euch auf meine Angelegenheiten heraushalten. Koran, solltet ihr nicht tot sein? Ihr glaubt euch getötet zu haben, elende Dieb, doch da es mir beim ersten Mal nicht gelungen ist, würde es mir eine Freude sein, es erneut zu versuchen. Wer seid ihr? Sollten wir uns kennen? Koran, was macht ihr denn hier? Nun ist schon eine Weile her, es wurde alles so öde, also entschloss ich mich nach euch zu suchen. Doch nach eurem Sieg in Baldur's Tor verlor ich euch aus dem Auge, es schien, als hättet ihr euch von Ferun abgewandt. Aber was wirklich wichtig ist, zusammen mit meiner über alles geliebten Safpana, wenn ihr euch an sie erinnert, reiste ich durch die Wälder von Tethyr. Doch nun hat man sie entführt, es ist fürchterlich. Vor 2 Tagen wurde sie von 2 riesigen Wölfen angegriffen, Werwölfen, wie ich annehme. Sie jagten uns beide, aber ich konnte fliehen. Safpana hingegen hatte nicht so viel Glück. Ich folgte ihnen bis zu einem Lager in der Nähe, aber selbst ein großer Krieger wie ich vermag die Biester nicht allein zu besiegen. Ich hoffte inständig, jemand möge des Weges kommen und nun seid ihr hier. Wir müssen sie retten und die stinkenden Wehrbiester vernichten, Talisa. Zusammen sind wir unschlagbar bei der Fürstin. Und gut, ich will euch helfen. Wo befindet sich dieses Lager? Hervorragend, die Wölfe sind östlich von hier. Ich werde hingehen und dort auf euch warten, meine Fürstin. Nehmt euch nicht allzu viel Zeit, denn ich weiß nicht, was sie mit meiner Geliebten vorhaben. Ach Gott, Kreischlinge, ernsthaft. Was, ein Hickschasser? Hickaschar. Hat nicht geklappt, schade. Ja, Flashback aus Baldur's Gate 1. Dem Typ sind wir damals im Mantelwald begegnet. Der hat uns gebeten, seine Geliebte, die Tochter von Inter Silberhand oder Silberschild. Eins von beiden jedenfalls, zu entführen. In Anführungszeichen zu retten, wie er es gerne auslegt. Ja, Hütte, aber in die Hütte kommen wir leider nicht rein. Ah doch, da ist eine Tür. Ja, ich bin Poran begegnet, der mir erzählte, dass Safpana von einer Meute Wolfwehre entführt wurde. Er hat keine Ahnung, was sie vorhaben und bat mich schnell zum nahegelegenen Lager der Wolfwehre östlich von hier zu gehen. Aber erstmal gucken wir hier rein. Sehen wir hier drin endlich? Ah, fast. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ist was los? Was ist da auf Talisa gewirkt? Chaos. Naja. Jeder spürt die Chance. Bewaffne, stürzt dich in mein Schwert, böse. Oh, da hat mir jetzt Lebenskraftverlust, das ist nicht so gut. Prost mit dem Schwert. Tretet zur Seite, hier kommt die Gerechtigkeit. Hm. Ich warte, keine große
Nun gut. Ja. Minsk, mal schnell heilen. Ja? Vita Mortis. Wie viel Lebenskraft in Zug hat Minsk verloren? Wahrscheinlich hoffentlich nicht zu viel. Nehmen wir nur eine Stufe. Das heißt, mit seinen Zaubern sollte auch alles in Ordnung sein, ja. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Was immer ihr wünscht. Ihr müsst so, eure jetzt Gruppe aber erst aufräumen da drin. Wenn ihr es wollt. Muss wohl was anderes ausprobieren. Meine Kinder. Muss wohl was anderes ausprobieren. Das Gute wurde aufrechterhalten. Schwache Heiltränke, ein paar Schleuderkugeln, das ist nicht schlecht. Noch mehr Heiltränke. So, verbraten wir die einfach mal. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie. Zeit aufzubringen. Geht klar. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einlegen? Ja, die machen wir bald. Ja, weh. Au. Sehr bald. Ja, immerhin gucken wir, ob hier Fallen sind. Ja, sind's. Das hat sogar für ein Level-Up für Talisa gereicht. Langschild plus 1, das kann weg. Das ist sicherlich ein Bogen plus 1, kann also auch weg. Pfeile der Durchbohrung, Pfeil plus 2. Bolzen und Bolzen, die nicht identifizierbar sind. Hey. Ein paar beißende Pfeile. Okay, nochmal ein Level-Up für Talisa. Und wir kriegen immer noch Punkte. Da wollte ich hin. Priesterzauber 4, 5, 6 und 2 Trefferpunkte. 4. 5. Was machen wir so? Und 6. Das könnte ich mal ausprobieren, wenigstens. Mit dem ETW, was sie hat. So, alles andere ist jetzt gut.
Ich war, wenn es das ist. Dann können wir jetzt raus hier und zum Wolfwehrlager zurückkehren. Ach ja. Und den Schwierigkeitsgrad wieder hoch. Ausrüstungsgegenstände da lösen sich auf, wenn sie Sonnenlicht aufgesetzt sind. Ja, das kennen wir bereits. Ihr drängt euch in mein Revier, Mensch. Nein, nein, ich habe es doch erzählt, Lenfair, das ist Talisa. Nehmt ihr das Leben und der Zauber wird euch und euch gleich mit Reichtümern belohnen, die euch nicht erträumt. Dies ist die Kreatur, die von dir gesprochen hat. Bah, ihr habt gesagt, dass Korn die Begleitung wäre und mir diese Kreatur bringen würde. Hey, Reisende, wartet einen Moment. Was, Safana, mein Liebling, was habt ihr getan? Seid ihr dumm, Koran? Warum denkt ihr, dass ich darauf bestand, herzukommen, um Talisa zu finden? Habt ihr eine Vorstellung von der Belohnung, die auf ihren Kopf ausgesetzt ist? Safana, nein, das dürft ihr nicht tun. Aus dem Weg, Idiot. Lenfair tötet Talisa wie abgemacht. Ich folge eurem Befehl nicht, Menschenhexe. Diese Zulage bedeutet mir nichts. Alles, was ich mir gewünscht habe, war, dass Koran endlich zu mir kommt. Nein, löscht ihr das Lebenslicht aus. Ich verlange es. Ihr fordert gar nichts von mir. Ich verfluche euch dazu, vergessen zu werden, Mensch. Ja? Nein, Safana, meine Liebste. Jammert nicht um den Menschen, mein Koran. Sie pariert euch und liebt euch nie. Nicht so wie ich auch, du meine Güte. Ihr liebt mich? Wie kann es sein, dass ein wildes Tier mich liebt? Ihr erkennt mich nicht, Liebster? Nein, nicht in dieser Form. Wir haben früher einmal das Lager geteilt, ihr und ich, mein Geliebter. Und ich habe euch seitdem stets ausfindig gemacht. Ihr konntet verhindern, wollte meiner Hunde zu werden. Aber ich fing eure Frau und ihr böser Plan diente vielmehr meinem als ihren Zwecken. Kommt zu mir, mein Koran, lass uns endlich zusammen sein. Nein, niemals, ich beteilige mich an solchen Widerwärtigkeit. An einer solchen Widerwärtigkeit. Safana war meine Geliebte. Talisa vernichtete diese Mörderin und ihre niederträchtige Brut. Nun gut, Koran, wenn ich euch nicht haben kann, dann soll es niemand können. Das sollte nicht sein. Ah, eure Stunde wird noch kommen. Tja. Safana und das Wolfweibchen Lanfair hatten offensichtlich gemeinsam einen Plan ausgeheckt. Safana sollte die auf meinen Kopf ausgesetzte Belohnung gehalten und Lanfair Koran, in die sie sich auf seltsame Art verliebt war. Safana starb durch Linfars Hand und die wiederum von uns besiegt wurde. Alles in einem genug Tragik, um Koran für das nächste Jahrzehnt trauern zu lassen. Koran ist ja auch tot. Immer solche Theatraliken. Ja, keine große Herausforderung. Tja, aber dadurch haben wir jetzt die drei Gebiete auch abgedeckt. Können in die Stadttore. Können dort ja die Stelle benutzen. Was möchtet ihr? Bei mir ist das Bier billig. Ja, wir können hier nur aus Bauer rasten, aber wir rasten wenigstens 8 Stunden lang. Und dann sollten wir hier mal speichern, bevor wir uns dem Licht zuwenden. Ja gut, die Außenbereiche abklappern hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber wir haben es geschafft. So, LP 084. Dann mache ich hier jetzt mal meinen Cut.
Also, bis gleich.